Das Problem von Hitze und Druck. Natürlich, die brennenden Etagen des Nordturms kollabierten etwa 350 Meter über dem Erdboden. Er war eingeklemmt, unter dem Wagen, von dem ganzen Schutt. Er rief um Hilfe. Er sagte, als der Nordturm runterkam, hat es den Wagen weggeblasen. Er ist aufgestanden und weggerannt. So viel Druck ist da runtergekommen. Eine riesige Feuerwehr, einfach weggeblasen, die ihn eingeklemmt hat. Sie sagen, Sie haben geschmolzene Reisebusse und geschmolzene Autos gesehen. Die Autos da sind unglaublich. Sie sind geschmolzen und verdreht, zu nichts. Die Trümmer sind unglaublich. Und dann sind da Feuerwehrtrucks und Polizeiwagen, die frühzeitig da waren. Alle Fenster, die Frontscheiben sind komplett rausgeblasen. Das muss durch den Schutt passiert sein.